Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP, Leute. Heute sind wir wieder mal im Haus. Wir chillen, Leute. Guckt euch an. Ich habe natürlich den Mercedes ein wenig farblich getuned. Würde mal sagen. Lass mal gucken, was heute abgeht. Wenn ihr Bock auf noch mehr GTA 5 RP habt, dann lasst ein Like da. Abonniert den Channel, um nicht das zu verpassen. Und Glocke aktivieren, ganz geheimer Tipp. Sagen, wir gehen rein. Oh. Oh, wir kriegen sogar direkt einen Anruf. Hallo? Ja, mir, was geht für mich? Ich dachte, du willst vielleicht mal wieder ein bisschen dich battlen. Komm, wo heute 22 Uhr rennen, ja? Max ist nicht da. Ich hab gar kein Rennauto. 22 Uhr? Oh, schwierig, Digga. Ich muss da Aufnahme machen. YouTube, weißt du doch. Ja, okay, dann machen wir 17 Uhr. Perfekt. Also, wir sehen uns. Aber wird schwierig. Jetzt kann ich auch nicht. Ich bin den ganzen Tag nicht da. Ja, gar kein Problem. Wenn du jetzt nicht kommst, dann bist du einfach eine Flasche. Was soll ich dir sagen, ne? Was? Eine Flasche? Digga, das nimmst du jetzt zurück. Nee, also, jetzt so ein Witz. Du hast die letzte den Male immer gesagt, du bist der krasseste Rennfahrer, hol mich wann du willst, egal wo, ich stehe auf, auch im Schlaf besiege ich dich und das lasse ich mir nicht gefallen, dann komm, steh auf und wir werden heute ein bisschen rennfahren. Oh, Digga, das wirst du bereuen, ich mach dich fertig, Russik. Ja, wir werden sehen, also pack jetzt deine Dreckskiste ein und wir sehen uns heute Mittag, ja, dann ein bisschen früher. Ja, viel Spaß später, verlieren, tschö. Oh nein, Leute, Max ist heute nicht da, wieso habe ich jetzt zugeschrieben im Rennen? Er hat mich auch provoziert, das ist unfair. Oh, was sollen wir machen, Leute? Max hat mir ein bisschen was beigebracht, aber das ist dem jetzt das hier kannst du null auftunen. Das geht nicht. Wir müssen irgendwo ein Auto suchen. Aber wie komme ich am besten ein Auto ran? Leute, das ist irgend so ein reicher Mann. Der ist jetzt neu hier in die Stadt gezogen. Hat irgendwie voll den krassen BMW Oldtimer. Aus dem kann man noch voll viel machen. Aber der will ja nie was draus machen. Lass uns mal abchecken. Vielleicht kann ich mir das Auto mal ausborgen. Auf alte Zeiten mit Abi, der Autodieb. Leute, ich würde mal sagen, wir gucken, was abgeht. Let's go! So, Leute, der soll irgendwo hier ein ganz neues Haus gebaut haben. Das ist ja schon in die Richtung von iCrimex, ne? Oh, hier ist das. Die 909. Ach du, Alter, wie viele Security sind hier? Boah, er putzt das Auto. Okay, Leute, ich muss mir irgendwas überlegen. Wie komme ich am besten daran an das Auto? Security, Leute, ich kann mir das jetzt nicht leisten, einen dicken Krieg anzufangen und hier alle umzuballern. Nein, das ist so auffällig, Leute. Ich habe eine Idee, Leute. Oh mein Gott, okay, aber dafür brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit. Leute, gebt mir bitte kurz 10 Minuten. Wir sehen uns gleich sofort wieder hier, ja? Leute, ihr werdet überrascht sein. Also bleibt unbedingt dran. Ihr denkt euch, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eine 500 IQ-Idee, Leute, ja? Ich habe mich als Postbote verkleidet und tada, habe einen Postwagen besorgt, Leute. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja gut, Ami, was hast du dann vor? Leute, passt auf, ja? Ich hole mir natürlich hier so eine Box raus. So, Leute. Und dann liefere ich dem, aber was er nicht weiß, da sind Haftbomben drin. Das werde ich dann neben das Auto abstellen, hochjagen und dann seht ihr Part 2 von meinem Plan. Aber den verrate ich euch gleich. Deswegen, lass uns jetzt schon mal hinfahren und gucken, ob er es annimmt. So, ich stoße mal wieder hier zurück und mal gucken, ob der Typ drauf reinfällt, Leute. Weil dann kannst du mir BMW klauen. BMW kannst du viel tunen. Max ist vielleicht nicht da, aber seine Werkstatt ist offen. Ja, und er hat immer gesagt, ich darf da rein. Also nutzen wir das natürlich auch aus. Oh, Leute, ich war doch nie ein Postbote. Guck, glaubt ihr mir das? Oder glaubt ihr, die werden mich jetzt gleich direkt wegjagen und kaputt schießen? Aber selbst dann werde ich den Kampf für den aufnehmen. Aber ich will es heute mal anders machen, weil ich mir verdenke, Leute, ich kann nicht immer alle abknallen. Und das bringt dir Zeugen und Aufmerksamkeit. Hallo, wir sind jetzt da, Leute. Okay, Leute, wir müssen unsere Stimme ein bisschen ändern. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hey, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Lieferung jetzt hier, ne, für die 909, ne? Alles gut, können Sie vor der Tür abstellen. Sie müssen jetzt nicht extra nach drinnen laufen. Ja. Ich kümmere mich drum, ja? Ja, aber... Ich gebe Ihnen das Paket. Ja, ich gebe Ihnen das. Dankeschön, danke. Nein, hat er die Haftbombe mit nach drinnen genommen. Er hat die Haftbombe mit... Aber ich habe noch eine übrig, Leute. Warte, ich mache nicht schnell dran. So, hier abstellen. So, ich habe die hier dran. Hey, das ist Mathilde. Mach mal das Paket, ne? Ja, ich muss los, ne? Ich muss weiter. Pause auf. Liefern, ne? Wir machen das gut. Alles klar, super. Oh nein, Leute, der fährt da weiter. Okay, wir müssen ihn verfolgen. Oh nein, da ist eine Haftbombe dran, wenn der wüsste. Oh Leute, der packt da rein. Lasst mich kurz weiterfahren. Ich muss mich halt umziehen. Ich habe hier drin noch Umziehsachen. Und da hinten ist ein Auto, was ich bestellt habe, Leute. Bis gleich. Leute, Überraschung! Genau, ich habe mir Abschleppwagen geholt, weil ich lasse das Ganze jetzt explodieren. Und dann schleppe ich den Wagen ab. Und dann hole ich ihn mit in die Werkstatt. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt mal in die Kommentare, ob das eine gute Idee war oder keine gute Idee war, Leute. Aber wer jetzt sagt, das ist keine gute Idee, ist ein 31er. Sag ich so, wie es ist jetzt. Okay, Leute, wir gucken mal kurz rüber. Oh, da hinten ist der. Ich lasse das Auto jetzt hochgehen, Leute. Okay, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oha! Mein Auto! Wo ist es? Oh, das ist dein... Boah, das explodiert doch hier. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Der Herr? Hallo? Ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Mein Auto. Nein. Der schöne BMW. Der Herr, kommen Sie weg hier, hier ist Feuer. Der Herr, ich bin Abschleppwagen. Ich kann das Auto noch reparieren. Der im Glück, ich hab eigentlich Feierabend. Ich hab's gelöscht.
Ich habe eigentlich Feierabend. Gehen Sie ein bisschen weg. Ich werde das Auto retten, ja? Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Leute. Vielen Dank. Können Sie mich mitnehmen? Nein, geht leider nicht. Tut mir leid. Ich spring sofort wieder zurück, ja? Nein, dringend nehmen Sie mich mit vor. Oh mein Gott, wer war das auf einmal? Ja, der Herr, ich komm's in 2 Stunden wieder hier hinbringen, ja? Tschüss. Leute, ich glaube, ich bringe das echt zurück. Vielleicht getuned, vielleicht aber auch nicht. Das könnt ihr ja entscheiden. Aber ich würde mal sagen, Leute, haben einen guten Fang gemacht, Leute. Guckt, wir haben das wirklich gut geplant und es hat einfach funktioniert. Also würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach zu iCrimex Werkstatt, nutzen die Werkstatt und dann tun wir dieses Ding, aber dieses andere Wilde auf, oder? Also Leute, wenn ihr Hype seid, bleibt dran. Let's go. So Leute, guck mal, das Fahrzeug hat wieder angefangen zu brennen, aber es ist nicht schlimm. Wir sind eh bei Max Werkstatt. Oh, geh auf. Jawohl, Max. Oh, danke, Max. Hat mir wirklich schon den Knopf übrig gelassen. Leute, okay, ich muss das jetzt irgendwie abstellen. Wie tun wir das hier am besten? Ich würde erstmal sagen, lass uns diesen Grundbaustein wieder aufbauen. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir uns mal angucken, was wir aus dem Ding machen, Leute. Deswegen, baue das jetzt wieder zusammen. Let's go. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, es ist ein schönes Auto, ja. Aber wenn ich heute Abend gegen Rustag gewinnen will, dann reicht das einfach nicht aus. Was kann man denn noch machen, Leute? Hat Max noch vielleicht irgendwelche Teile hier rumliegen? Oh, was hat der für ein krasses... Ja, wirklich krasses Werkzeug. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Lass uns mal testen. Lass uns das mal ganz kurz testen hier. Okay, Leute. Was ist denn hier? Hä? Oh nein. Was machst du denn hier? Er muss wieder angeben, Leute. Er muss einfach wieder angeben. Man kennt ihn nicht anders. So, ich habe hier einen kleinen Kreisel gedreht, damit du weißt, wo dein Bereich ist, wo du chillen kannst. Oh, Rustig. Sag mal, musst du dich nicht lieber um heute Abend kümmern, wenn du verlierst? Warte mal, ist das das Auto, womit du... Nein. Ich bin auch ein bisschen am Rumbasteln. Also, wenn du mit dieser Rostlaube kommst, dann muss ich dich enttäuschen, jetzt zu verlieren, ja? Hey, Leute, ich bin gerade echt voll viel Mühe gegeben dafür. Das ist doch voll cool. Ja. Bla, bla, bla. Du tust nur so, Digga. Ja. Also, ich fahr jetzt weg, weil... Also, warte mal. Wir machen heute eine kleine Wette, okay? Damit die Anregung da ist. Hey, nein, Leute. $250.000. Oh, das hab ich auch noch so viel Geld. Ach, Digga, ja, kannst du eh nicht zahlen, Digga. Tu nicht so. Ich kann zahlen. Guck mal, neues Motorrad an. 250.000, wir sehen uns später. Ja. Oh, nein, Leute. Es sind $250.000 drauf. Ich muss das unbedingt gewinnen. Ich darf nicht verlieren. Und jetzt... Er hat mich verunsichert. Ich dachte, das Auto wäre voll nice. Lass uns kurz eine Testrunde Fahrt machen, Leute. Wenn ich da jetzt nicht komplett speedmäßig alles wegkriege, dann muss ich echt noch was versuchen. Oh mein Gott, Leute. Der ist nicht so schnell. Wir geben einmal Kickdown. Leute, der kommt gerade mal so auf 200. Okay, Leute, nein, das geht nicht. Leute, ich muss noch einmal komplett alles rausholen. Ich muss das gegen Rustag gewinnen. Oh mein Gott, wie schnell der ist. Ey, dieser Rustag ist wirklich krank. Da hilft nichts anderes, Leute. Ich muss jetzt alles machen, was geht. Ich habe oben bei Max im Büro habe ich so Autoteillieferung gefunden für einen M8. Aber das ist eine M5. Aber wisst ihr was? Leute, wir machen heute das Unmögliche möglich. Wir werden daraus ein M8 bauen. Und ihr glaubt mir nicht? Dann bleibt jetzt dran, weil ich mache einen. Leute, ich habe das Krasseste geschafft. Ja, Leute, dieses Auto ist so krass. Glaubt es mir nicht. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ihr denkt jetzt schon alle, ja, was kann er da draus machen? Leute, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie krass das Auto geworden ist, das wird super schnell sein. Ich werde Rustig abziehen. Ich werde alle anderen damit abziehen. Lasst jetzt sofort ein Like da. Jetzt! Alles klar, Leute, ich zeig's euch. Bam! Habe ich euch zu viel versprochen, Leute. Guckt euch das Ding an, Leute. Das ist einfach ein Rennwagen. Das ist der Deluxe-Klasse. Das Ganze werden wir natürlich auch austesten, Leute, damit ihr nicht denkt, okay, das sieht vielleicht von außen schön aus. Aber hat das auch Power? Oh, das hat Power, glaubt mir. Lass mal hier kurz vorbeifahren. Und jetzt Kickdown. Guck mal, Leute, 100. Jetzt sind wir schon bei 200. Oh, guck dich mal an, wie krass der ist. Let's go! Und ich würde jetzt mal sagen, wir rufen Rustag an. Und dann werde ich ihn fragen, wo das Rennen stattfindet. Und dann werde ich ihn besiegen und mir das Geld einsacken. So, okay, warte, das klingelt. Hallo, Rustag? Ja. Wo bist du? Hallo, ja, Zai. Ja, ich bin ready. Wir sind am Flughafen, wir warten hier. Ja, du hast mir nie einen Ort gesagt. Ja, jetzt mach doch schneller, Mann. Ja, ich komm doch. Ich komm doch, ist doch kein Problem, wir sehen uns gleich. So, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt Rustag beweisen, dass er sich hätte niemals mit dem besten Autofahrer in ganz besonders anlegen sollen. Das bin ich. Let's go, ab zum Flughafen. Okay, Leute, wir sind am Flughafen angekommen. Wo ist Rustig? Wo ist der Paul Berger? Ach du Alter, was hat der denn für ein Fahrzeug? So. Ja, das sieht doch mal nach einem Auto aus. M8 GTE. Was soll das denn hier sein? Ja, das war das hier nicht. Das habe ich selbst gebaut. Weißt du, Leute? Das A steht für... Amir. Atom. Achso, Atom. Alles klar, Rustig. Oh Gott, Leute, das sieht auch echt schnell aus. Das ist ein Alpine, du. Alles klar. Weißt du was, Rustig? Ich will gar nicht einen heißen Brei mit dir reden, ja? Wir machen das easy. Ja, jetzt steig mal ein. Ich werde dich abziehen hier mit deiner Geringverdiener. Alles klar. Du willst einen Beschleunigungsrennen haben, oder was? Beschleunigungsrennen. Ich glaube, ich spinne. So, Leute, ich will den jetzt sowas von abziehen. Davon könnt ihr ausgehen. Was ist los?
ha? Schon Angst ein bisschen, ne? Noch Angst, ja. Pff, ich bin so dir, soll ich dir etwas Krasses haben? Warte, bevor wir losfahren. Oh ja, ich Gott, jetzt werden wir was zeigen, Leute. Guck mal. Bam! Ja, den Rainbow-Effekt. Das Auto muss ich mir danach noch snacken von Russik. Alles klar, Digga. Siehst du das? Ja, ist kein Problem, Digga. Das wird dir bei der Beschleunigung aber auch nicht helfen. Du musst trotzdem verlieren. Bist du ready? Lass dich überraschen. Okay, dann geht's los. In 3, 2, 1, go! Was? Oh mein Gott. Leute, der ist schneller. Der ist schneller. Nein, 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 nein. Okay, Leute, ich muss mal Nitro benutzen. Ich muss mal Nitro benutzen, Leute. Let's go! Boah, Leute, ich hab mich doch gerade gefangen. Alter Falter. Du hast geschummelt, Amir. Wie, ich hab geschummelt. Willst du mir sagen, dass in einem Wettbewerb, wo es um Geschwindigkeit jetzt Nitroglycerin erlaubt, oder was? Ach, wo ist es denn verboten, du schlechter Verlierer, hä? Na gut, dann komm, wir machen noch eine Runde zurück. Alles klar, mein Nitroglycerin ist natürlich leer jetzt, ne? Alles klar, Leute, wir müssen sich anlegen, kein Problem. 3, 2, 1, let's go. Ach, super Digga. Nitro vor meinem Wagen, let's go! Oh, da kann ich mithalten, let's go! Was? Wow! Oh. Russik! Aussteigen, mein Freund! Ich will das Geld aussteigen. Haben! Kein Problem, Mann, du kriegst es. Entspann dich, alles gut, ey. Hey, Leute, ich will ihn jetzt ausmachen und dann will ich mir das Auto von ihm klauen. Ey, was du da wieder hast, ja. Ah. Ich brauch den Schlüssel, ich brauch den Schlüssel, let's go! Ab ins Rainbow-Auto! Amir! Ja, Russik, bleib doch liegen, du tust dir nur weh. Warte mal, ich kann nicht einsteigen. Hä? Uwe dabei. Oh nein, nicht Uwe. Uwe, was willst du? Fährst du ein Rennen ohne den Uwe statt, oder was? Ja, privates Rennen, Uwe. Uwe ist auch dabei. Ja, okay, Uwe, dann lass uns ein... Ja, komm, ich fahre ein Rennen gegen dich, Uwe. Du bist ein alter Kollege, ja? Was gibt denn hier zu gewinnen? Sehr gut. Gar nichts mehr. Oh, nein, 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 nein. Du, Amir! Hey! Die jungen Leute, beruhigt euch doch mal. Müsst mal ein Bierchen trinken. Uwe, hilf mir, Uwe, hilf mir, Uwe, hilf mir. Uwe? Geh sofort weg hier, es ist eine Sache. Oha, du hast einfach ausgenockt. Uwe! Niemand betrug meinen Gegner. Oha. Ja, okay, Uwe, komm, dafür fahre ich einmal ein Rennen gegen dich, okay? Der Gewinner kriegt das Rainbow-Auto hier. Das wechselt die ganze Zeit die Farbe. Darf ich auch mit der alten Betsy fahren? Ja, darfst du mit der alten Betsy fahren. Leute, Uwe wird easy absnacken. Der ist kein Gegner. Die ja, komm her, Uwe. Leute, jetzt mal, komm, Leute, ich gewinne ganz kurz gegen Uwe. Und dann ist vorbei, Leute. Dann manchmal ein paar Startfähigkeiten, die alte Betsy, aber... Ja, ja. Uwe, bist du ready? Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Oh, Betty, du Leute! Oh nein, ich hab kein Glycerin mehr! Ich hab kein Glycerin mehr, Leute! Ich hab's aufgebraucht! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein, ich hab verloren! Minion, da hast du die alte Betty wohl unterschätzt! Mein Gott, Uwe hat das Dings gewonnen! Ja, Uwe, dann her mit deinem Auto! Da hinten ist das Rainbow-Auto, das wechselt die ganze Farbe! Das ist viel wert! Okay. Oh, hol's dir! Willst du noch ein Bierchen, oder? Nein, ich trinke keinen Alkohol, Uwe! Alles gut. Okay, tschüss, Amir. Hat mich gefreut. Sagt den Leuten, die sollen nicht vergessen zu bewerten und zu abonnieren. Oh, Leute, habt ihr gehört, was Uwe gesagt hat? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Und schreibt mal in die Kommentare rein. Hättet ihr das von Uwe gedacht, dass er alle abzieht? Ich brauche unbedingt eine Revanche gegen Uwe. Aber Leute, checkt auch die Jungs in der Videobeschreibung ab. Das war's gewesen, euer Amir. Ciao.